Hallo liebe Moto Fans, herzlich willkommen hier bei Madness of the Universe Ausgabe Nummer 3. Es ist mal wieder einiges passiert rund um Masters of the Universe. Doch bevor wir mit äh, den eigentlichen Moto News beginnen, ähm, möchte ich vorab gerne dann euch noch über etwas anderes in Kenntnis setzen. Es gibt ja viele Wrestling Fans auch unter euch und gerade Just bevor ich hier aufnehmen wollte, hat mich per WhatsApp dann die Nachricht erreicht, dass der ehemalige WWE Superstar Virgil, auch in der WCB als Vincent bekannt, äh, leider verstorben ist. Ja, mittlerweile muss man sich, glaube ich, damit abfinden, dass äh, unsere Kindheit... Die Helden unserer Kindheit langsam alle gehen. Ist nun mal eine Tatsache, aber irgendwie hat man das Gefühl, es äh, geht immer schneller vonstatten. Und äh, ja, auch gerade im Wrestling-Bereich sind aus der Zeit leider auch schon viele tot. So, wo ich begonnen habe, ab 91, 92 und... Ja. Allen Hinterbliebenen, die es wahrscheinlich natürlich nie sehen werden, wünsche ich allerdings trotzdem viel Kraft in dieser schweren Zeit. Gut, kommen wir zu Masters of the Universe. Da haben wir natürlich leider auch eine sehr, sehr traurige Nachricht. Dazu kommen wir dann äh, auch später noch. Und äh, ja, wir beginnen jetzt erstmal mit Pixel Dan und dem Vinyl. Mondo Scare Glow Pixel Dan zeigt Soft Vinyl Scare von Mondo. Vor einigen Monaten berichteten wir darüber, dass Mono plant eine Soft-Vinyl-Version von Scareglow im Vintage-Stil herauszubringen. Nun hat niemand Geringeres als Pixel Dan eine Vorabversion dieser Figur bekommen und sie ist in einer Sneak Peek vorgestellt worden. Den Link zum Video haben wir euch äh, mit in die Videobeschreibung getan falls ihr euch das gerne noch ansehen wollt. Die Figur wird knapp 40 cm groß sein und überragt damit die normalen Figuren von Mondo um knapp 10 cm. Aufgrund der Tatsache, dass die Figur im Vintage-Stil gehalten ist, hat sie auch nur 5 Gelenkpunkte. In die Figur selbst ist ein Skelett mit eingearbeitet, sehr cool, welches über die Glow in the Dark-Funktion verfügt. Die Haut. Von Scareglow ist äh, transparent und man kann sehr gut das Skelett sehen. Die Leuchtfunktion der Figur ist sehr kräftig und auch die Waffen haben ein entsprechendes Feature. Scareglow wird zusammen mit einem etwas detaillierteren Wechselkopf und zwei verschiedenfarbigen Hellbaden ausgeliefert. Selbstverständlich ist auch der Wechselkopf mit dem Glow in the Dark Effekt versehen. In dem Mantel hat Mondo übrigens auch einen Draht mit eingearbeitet, um die Figur etwas dynamischer aufstellen zu können. Auch auf der Box, Leucht äh, auch auf der Box ist Leuchtfarbe beim Boxart verwendet worden. Die Box selbst hat ein Sichtfenster, wo man die Figur durch betrachten kann. Das kommt natürlich besonders gut mit dem Leuchteffekt. Die Figur wird im Made-to-Order-Prinzip angeboten. Wer also einen solchen Soft Vinyl Scare Glow haben will, der kann ihn in der Zeit, wo das hier jetzt gerade aufgezeichnet wird, bereits auch schon bestellen. Denn die Bestellfrist ist vom 27. Februar bis zum 5. März. Allerdings wird man hier tief in die Tasche greifen müssen. Wie immer. <laughs> Denn ScareGloW wird äh, 265 Dollar kosten. Außerdem wird es am 4. März 2024 auf dem offiziellen Mondo YouTube-Channel einen ausführlichen Einblick mit dem äh, Senior Creative Director Hector RC und Peter Santa Maria geben. Also am kommenden Montag. Ja, also. Man muss ja schon wirklich sagen, das Ding ist schon geil. Es äh, war natürlich so, dass ich anfangs äh, schon gesagt habe, okay, jetzt wird wieder irgendwas im Vintage-Stil rausgebracht. Also, das ist ich, ich bin diesem mittlerweile über. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Aber ich muss sagen, da hat sich meine Meinung auch nicht geändert. Dennoch allerdings. Besticht diese Figur natürlich durch ganz andere Punkte, wie zum Beispiel halt eben das Skelett, das jetzt in diese Figur mit eingearbeitet wurde und das halt entsprechend leuchtet. Es ist sogar so, dass die Knochen bis in die Finger vordringen und das sieht schon fesch aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Dann die äh, Wechselköpfe natürlich, also wenn man da. Dann gerne etwas, eine detailliertere Version aufstellen möchte. Dann hat man hier auch die Wechselfunktion. Im Punkto Gelenke ist es tatsächlich so, man hat nur die, wie auch bei den Vintage-Figuren hier in den Schultern. Der Kopf lässt sich nach rechts und links drehen, aber nicht zum Beispiel so oder nach unten und oben guckend. Ne? Beine habe ich jetzt bei Pixel Dan. Ich habe mir das Video angesehen nicht gesehen, wie sie äh, wirklich funktionieren. Da es allerdings heißt, es sind fünf Gelenkpunkte, bleiben natürlich nur dann äh, in den Beinen bzw im Schritt dann diese äh, Möglichkeiten offen. Tja, ob das Ganze dann auch mit äh, einem Gummi versehen sein wird, einem Beingummi, glaube ich zwar eher nicht. Aber ja, da müssen wir dann halt einfach mal auf Montag warten und äh, mal gucken. Vielleicht gucken wir uns das Ganze auch gemeinsam an, sofern ich da Zeit finde. Das werde ich euch dann zur gegebenen Zeit dann allerdings wissen lassen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr das Ding? Ich persönlich bin hart am Überlegen. Also der Wunsch ist da, weil das Ding wirklich überzeugen kann. Aber ich äh, versuche standhaft zu bleiben. Ja, warten wir mal, aber ob das klappt. Ich werde es euch wissen lassen. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Werdet ihr euch den holen oder nicht? Oder und natürlich auch gerne im Chat. So, und jetzt haben wir noch eine brandheiße News, die erst äh, wenige Minuten bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, reingeflattert ist. Der 1987er Realfilm kommt als Movie Collectors Edition auf Blu-ray. Umbrella präsentiert den 1987er Realfilm als Movie Collectors Edition auf Blu-ray. Diese könnt ihr nun bei Umbrella Home Entertainment und auch nur dort vorbestellen. Hier im Zitat aus der Pressemitteilung: Umbrella Entertainment präsentiert diesen Fantasy-Favoriten in der ultimativen Sammlerausgabe. Darunter mehr als zwei Stunden nie zuvor gesehene Bonusinhalte. Mattel's Toyline-Phänomen der 80er Jahre explodiert in diesem Fantasy-Blockbuster auf der großen Leinwand. Naja, Blockbuster, <laughs> aber okay. Mit atemberaubenden visuellen Effekten, das äh, stimmt wohl, und mit äh, freundlicher Genehmigung des äh, vierfachen Oscar-Preisträgers Richard Edlund, Star Wars und Ghostbusters unter anderem, und mit einer ununterbrochenen Laserkanonen-Action, einem denkwürdig bedrohlichen Bösewicht und dem zukünftigen Friends-Star Courtney Cox in einer mutigen frühen Rolle. Ist Masters of the Universe eine einzigartige Mischung aus Comicbuch und einzigartigem Nervenkitzel? Sie haben jetzt die Macht. Amazon bietet ebenfalls eine Vorbestellung der Standard-DVD an. Als Bonus mit dabei ein 48-seitiges Buch mit Blicken hinter die Kulissen, Erfahrungen und Kunst. Ein klassischer fester Schuber für Posterkunst. Maßgeschneiderter Poster Kunstschuber. Dann acht Replik-Lobbykarten. Ein A3-Wendeposter. Und nummerierte Ausgabe in limitierter Auflage. Weitere Inhalte: Audio mit Director Gary Goddard. Electric Boogaloo. Umfangreiche Interviews mit dem Schauspieler Dolph Lundgren, Director Gary Goddard, dem Producer Ed Pressman, dem Co-Autor Steven Tolkien, Produktionsdesigner William Stout und dem Administrator für Spezialeffekte, nämlich Richard Adland. Dann Masters of the Universe 2. Ja, ihr habt richtig gehört. Geschichten über die nie realisierte Fortsetzung mit Filmemacher Albert Pine und der Besonderheit aus dem Archiv Behind the Legend. Da mal kurz eben. Ähm, ja, es gibt theoretisch sowas wie einen zweiten Teil. Es wurde aus äh, dem ersten Film einiges genommen und äh, dann in einem anderen Film äh, verwurstet. Aber gut, das ähm, schaut euch dann einfach in der entsprechenden DVD an. Weitere äh, Inhalte, Canon-Film, Sci-Fi- und Fantasy-Trailer, Standbilder und eine Postergalerie der theatralischen Kinotrailer und Teaser-Trailer. Und natürlich Easter Eggs. Die Special Edition wird bei Umbrella 75 Dollar kosten und soll am 17. April 2024 ausgeliefert werden. Die normale Blu-ray, welche über Amazon bestellt werden kann, soll 44,95 kosten und am 26. April ausgeliefert werden. Amazon gibt an, dass Besteller aus Deutschland die Blu-ray dann am 29. April, wegen aus logistischen Gründen natürlich, in den Händen halten werden. Nun, ja. Da haben wir dann doch mal äh, etwas tiefere Einblicke in diesen Film. Wir haben über den Masters of the Universe 2 äh, bereits auch schon mal äh, bei Nightcrow gesprochen. Ihr könnt euch diese Ausgabe dann gerne mal anhören und vielleicht auch mal gerne diesen Film angucken. Aber ja, hat mit Masters of the Universe natürlich nicht wirklich viel zu tun. Der Bösewicht trägt zum Beispiel diese äh, Ketten von ähm, Blade, genau. Und ja, es wurden halt eben ein paar Sachen wieder verwertet, aber das, äh, ja. Gut eine Blu-ray wir hatten natürlich schon eine Blu-ray da ist jetzt nicht so viel drauf und ich hoffe dass der film natürlich auch schön aufgehübscht wurde in diesem Sinne ich äh, werde mir das Ding nicht holen aus dem Grund heraus dass ich den film schon auf Blu-ray habe ich mag den film er ist schön trashy ich hat natürlich auch äh, mittlerweile so einen kleinen Kultstatus unter den fans nicht bei jedem das ist klar aber ja, wer Spaß dran hat, immer schreibt's gerne in die Kommentare oder in den Chat. Erste Bilder vom Origins Terror sind aufgetaucht. Vor ein paar Tagen stieß Toyhabits.com auf erste offizielle Bilder von Terror, welcher in der Masters of the Universe Origins Line erscheinen wird. Der Charakter, soll eigentlich, der Charakter sollte eigentlich auch schon in den 80ern erscheinen und unter der abgesagten Powers of Greyskull Line laufen. Bei der Figur handelt es sich um einen Pool aus damals bereits bestehenden Teilen von anderen Masters of the Universe Figuren, wie man es auch schon bei Mossman machte, der ja auf Beastman basierte, Faker, welcher natürlich eine Mischung ist aus he und Skeletor und natürlich Stinkor, der aus äh, Mechanec, also beziehungsweise seiner Rüstung und Mermen bestand. Terror besteht aus dem recycelten Körper von Radlor und dem dazugehörigen Halsstück, dem Kopf von Whiplash, dem Waffenarm von Trapjaw und dessen Stiefeln, welche auch bei Mantenna verwendet wurden. Nicht zu vergessen werden die Klaue, das Lasergewehr und der Haken Trapjaws der Figur beiliegen. Terror wurde von Mattel zusammen mit einigen anderen Figuren schon am 3. Oktober des letzten Jahres gezeigt. Den Charakter wird es äh, nun schon das zweite Mal geben, denn er erschien in einem Free Pack zusammen mit Lord Grasp und Plasmar bei den Moto Classics. Dieses Set habe ich leider von den wenigen Sachen, die mir bei den Classics noch fehlen, und dazu gehört dann auch noch das äh, Snake Trooper Set zusammen mit ähm, dem weißen Nino, nämlich äh, Slam Uri. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde cool. Also ja, natürlich, äh, Mix and Match, es, es wirkt aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen billig. Das muss man schon sagen. Aber aus der anderen Sicht wieder raus, wir haben ja jetzt schon hier drei Beispiele gehabt wo Figuren wirklich extrem recycelt wurden. Ich meine, muss man zum Mossman irgendwas sagen, Faker ist ja noch mehr, der hat ja überhaupt nichts Besonderes. Äh, ist ja nur die Bemalung anders und halt hier der Bruststicker. Und dann war es das. Das ist alles aus bereits schon bestehenden Teilen, aber Mossman ja sogar noch was Besonderes mit der Beflockung und so weiter. Ne? Und wo äh, es mir gerade einfällt, das Ganze ne, hat man natürlich auch mit äh, Stridor gemacht, wo der Nightstalker draus wurde, beziehungsweise muss man nichts zu Battlecat und Pantor sagen. Ne? Also das ist schon Gang und Gäbe sozusagen. Ja, ich finde es cool. Ich werde den mir holen und äh, ich hoffe, der wird äh, über Matti-Collector. Matti Matti-Collector. Mattel creations natürlich. Gut vorbestellbar sein. Ähm, nur die Frage, wozu soll man den überhaupt stellen? Äh, gehört er zu den Snakemen oder gehört er zu einer eigenen Fraktion? Wie gesagt, ich habe die Figur nicht und irgendwann werde ich sie mir bei den Classics in dem Free Pack natürlich holen. Ist natürlich auch nicht gerade billig geworden, dieses Set. Aber irgendwann findet das schon den Weg in meine Sammlung. Aber äh, daher habe ich mich auch nie wirklich mehr mit diesem Charakter beschäftigt. Psst. Naja, gut. Also, klar, seine, äh, sein Feature soll irgendwie sein dass er irgendwelche Schallwellen oder so aussenden kann. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe mich mit dem Charakter nicht wirklich beschäftigt. Aber bitte, ähm, solche Charakterzeichnungen von damals, die jetzt als Figuren kommen, die sind natürlich gern gesehen. Wir trauern um Horst Naumann. Leider verstarb am 19. Februar 2024 Horst Naumann im Alter von 98 Jahren. Den deutschen Masters of the Universe Fans wird er für immer als Erzähler der legendären Hörspiele aus dem Hause Europas in Erinnerung bleiben. Naumann konnte auf eine mehr als 50 Jahre währende Karriere bei Theater, Film, Fernsehen und natürlich Hörspiel zurückblicken. Allgemein ist er aber als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder in der Serie Das Traumschiff, wo er von 1983 an vereinzelt als Gastdarsteller auftrat und von 1986 bis 2010 zum festen Darsteller Ensemble gehörte. Aber auch in der Schwarzwaldklinik trat er in mehreren Episoden als Arzt auf. Als Krankenhausarzt Dr. Horst Römer spielte er dort an der Seite von Klaus-Jürgen Wussow. In der Schwarzwaldklinik spielte Naumann an der Seite von anderen Schauspielern, die in der deutschen Motorwelt bekannt sind, wie Sascha Hehn und Karl-Walter Dies. Hehn sprach ja in mehreren Episoden. Des Formation Cartoons, welche auf VHS veröffentlicht wurden, die Rolle des he -Man. Und übrigens auch wirklich genial. Ähm, naja, und Karl Walter Dies ist uns natürlich bestens bekannt als Man at Arms aus den Hörspielen. Horst Norman war übrigens auch zu Gast 2014 auf der Grayskull Convention, wo er nicht nur als Interviewgast Rede und Antwort stand, sondern auch Autogramme gab und den Hörspielfans Rede und Antwort stand. Horst Naumann wurde stolze 98 Jahre alt. Damit geht natürlich wieder einer der ganz, ganz großen. Horst Naumann war in jedem der 37 Hörspiele, der regulären Hörspiele, der Masters of the Universe als Erzähler zu hören. Es war nie ein anderer. Und auch in den beiden Sonderhörspielen, Die Giganten des Universums, was heute natürlich als Folge 0 bekannt ist, und in der Nachfolgereihe, bestehend aus einem einzigen Hörspiel, nämlich äh, Die Neue Dimension, wo es dann quasi den Übergang zu äh, New Adventures gab, war er ebenfalls der Erzähler. Ja, mittlerweile gehen, wie gesagt, immer mehr. 98 Jahre ist natürlich ein unglaublich tolles Alter. Und da kann man mal wirklich sagen, also fast 100 Jahre alt, was der Mann alles mitgemacht hat. Also Wahnsinn. Ja, möge Horst Naumann in Frieden ruhen. Ich durfte ihn zweimal treffen. Einmal auf der Grace-Galcon unter anderem natürlich. Und äh, dieses Video, das kann ich euch auch nur empfehlen. Als Heike Dine Körting dann damals dafür gesorgt hat, dass er zur Convention gekommen ist. Wirklich netter Typ und ja. Bilder von Cartoon Collection Merman und Stratos erschienen. Nun sind die ersten Bilder von Stratos und Merman aus der Cartoon Collection von den Origins aufgetaucht. Stratos kommt hier mit blauem Jetpack, roten Flügeln und dem Stab von Avian. Letzterer logischerweise im Cartoon Look. Gibt ja noch eine andere Version. Stratos kann unter anderem zu einem Preis von 29,99 Dollar beim Polmart Store vorbestellt werden. Der Release der Figur ist für den Mai diesen Jahres geplant. Kommen wir zum Merman. Die Figur kommt hier mit einem Kopf, der sich doch sichtlich an den Cartoon hält, sich aber von denen von Super 7 doch mächtig unterscheidet. Denn hier gab es ja zum einen. Einen Filmation Merman in der Moto Classics verbanden Toyline mit Namen Club Grayskull. Und es ist auch eine Cartoon-Version des Herrschers der Meere bei Super Sevens Vintage Collection rausgekommen. Der Cartoon Collection Merman wird mit Dreizack und der Perle der Macht aus der Folge Die Stadt unter dem Meer ausgeliefert. Auch Merman soll beim Pornmart-Store für 29,99 Dollar im Mai erscheinen. Ja, also Stratos, wie man es erwarten konnte, ist eine tolle Figur, muss man ganz klar sagen. Bei Merman bin ich persönlich doch äh, ein bisschen enttäuscht. Einfach aus dem Grund heraus, da finde ich tatsächlich den von äh, der Club Greyskull-Version... Beziehungsweise der aus der Vintage Collection von Super 7 beide besser. Einfach vom Head her. Ich bin wirklich großer Fan dieses Kopfes, weil der für mich einfach am am coolsten rüberkommt. Das ist allerdings bei diesem hier nicht so der Fall. Das Ganze, ich habe mal versucht, für mich selber herauszufinden, manchmal weiß man ja nicht direkt, was stört einen da irgendwo dran. Und mich persönlich ähm, habe ich, ich habe herausgefunden, mich persönlich stört einfach, dass er viel zu lieb reinguckt. Also, und auch so irgendwie die Gesichtsproportionen, ich, ich weiß nicht. Also es, es wirkt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wobei natürlich, wie immer, der Live-Eindruck ein ganz anderer sein kann. Das hier ist also quasi eine Vorab-Version meiner Meinung. Das kann sich dann natürlich immer mal ändern. Und das haben wir schon so oft gehabt. Ich kann auch gar nicht zählen, wie oft, dass mir erst etwas gar nicht gefallen hat. Dann hinterher, wenn es dann vor allem stand, ist doch schon ziemlich geil. Warten wir mal ab. Aber so, nachdem, wonach ich jetzt gerade natürlich. Nach den Bildern, die wir haben, äh, urteilen kann, ist es okay. So, dass wir die Perle mit dabei haben, coole Sache. Es wäre natürlich auch äh, der Stab ähm, mit der Drachenperle, der wären, also dieser Speer, der wäre natürlich auch eine ziemlich geile Idee gewesen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Den gibt es zumindest bei der Vintage Collection mit dabei. Also zur Not könnte man quasi so ein bisschen von einer Tollheit zur anderen dann. Aber ja, müsste selbst entscheiden. Panne beim Verkauf vom Origins Rockon. Wie wir alle natürlich wissen, hat Mattel die Fortführung der Origins im normalen Einzelhandel quasi eingestellt. Nur noch Fan-Favorites und ausgebildete Figuren werden in den Einzelhandel kommen. Besonders aber die restlichen Origins Charaktere, die es auch in der Vintage Line schon gab, werden nur noch über Mattel Creations zu bestellen sein. Dies sollte nun mit Rockern seinen Anfang nehmen. Also hieß es am um Freitag, den 16. Februar, pünktlich um 18 Uhr vor dem Rechner zu sitzen, um die Figur zu bestellen. Schon im Vorfeld befürchteten einige Fans einen besonders schnellen Ausverkauf. Doch diese Angst sollte unbegründet sein, denn der Verkauf von Rockern wurde, <laughs> er fand überhaupt nicht statt, er wurde erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund dafür war ein schwarzer Balken. Welcher über jedem Artikel, welcher auf Mattel Creations derzeit angeboten wird, sich mit jeder entsprechenden Seite aufbaute. Zitat: Für die meisten Artikel können wir derzeit keine internationalen Bestellungen annehmen. Das Produkt, das außerhalb der USA und der zum Kauf berechtigten Länder versandt werden kann, wird auf der Produktseite vermerkt. <laughs> also, naja. Leider kommunizierte Mattel diese Info nicht flächendeckend genug. Lediglich auf ihren Social-Media-Seiten gab es einen kleinen Hinweis auf die Verschiebung. Mattel hatte aber schnell einen neuen Ersatztermin parat. Rockon sollte nun am Dienstag, den 21. Februar, final in den Verkauf gehen. Leider herrschte noch immer große Verwirrung, denn selbst bis zum Bestellen. Bis zum Bestelltag um genau 18 Uhr und natürlich darüber hinaus hatte Mattel den Fehler auf ihrer Homepage nicht beheben können. Den Verkauf, äh, der Verkauf der Figur fand dennoch statt. Dieses Mal aber unter dem Made-to-Order-Prinzip. Vermutlich stellte man die Bestellung äh, auf diese Art um, damit man die Figur doch anbieten konnte. Dass es hier nicht um Made-to-Order ging, sah man natürlich anhand der Tatsache, dass nach rund anderthalb Stunden die Bestellmöglichkeit dicht gemacht wurde. Bei Made-to-Order gibt es natürlich einen bestimmten Zeitraum, in dem man bestellen kann. Hier wurde ja nichts kommuniziert. Also wirklich Made-to-Order war das natürlich nicht. Wie auch immer Mattel nun hier vorging, Tatsache ist aber, dass die Figur nur in folgende Länder geliefert werden konnte. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Japan und das Vereinigte Königreich. Damit gingen unter anderem Länder wie Österreich, die Schweiz und viele andere Länder leer aus. Warum dies so gemacht wurde oder gemacht werden musste, ist unbekannt. So, ich ähm, habe dazu zwar was gehört und mir auch selbst irgendwo versucht, einen Reim daraus zu machen. Ich vermute, wie gesagt, vermute das nur zum Anfeiern einer kleinen Diskussion, was da möglicherweise passiert sein könnte. Ich denke mal, es gibt irgendein Problem auf der Seite, das mit dem direkten Bestellen dann nicht funktioniert. Offensichtlich. Aber man natürlich dann doch irgendwie, um auch den Shitstorm nicht zu ernten, die Figur dann verkaufen wollte. Ich schätze, dass das ganz normal halt eben nicht ging. Und man sich dann gesagt hat: Okay, wie machen wir das jetzt? Kommt dann schnell auf das Made-to-Order um und schließt das per Hand. Warum ich darauf komme, ist, dass äh, tatsächlich auf den Social Medias hier und dort es einige äh, Statements dazu gibt, dass ihre Bestellung storniert wurde. Klar, wenn ich sagen wir mal äh, fiktiv, ich habe nur 1000 Exemplare, muss das Ganze jetzt allerdings unter Made-to-Order rauskloppen. Und dann per Hand zumachen. Dann kann es natürlich sein, dass mir da so ein paar Leute durchrutschen. Oder ich, ich achte da irgendwie nicht drauf. Was weiß ich hier jetzt. Äh, zehn Figuren, sieben, drei, äh, zwei Figuren. Und dann geht es runter ins Minus. Die Bestellungen gehen natürlich trotzdem durch. So, ich vermute mal, dass sie das Ganze dann per Hand dicht gemacht haben. Und dann denen, die drüber gewesen sind, über diesen Verkauf. Den haben sie dann. Bestellung gecancelt. Wie gesagt, nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung. Gut. Bis heute hat Mattel äh, diesen Fehler immer noch nicht korrigieren können. Das heißt, äh, es könnte also sein, dass uns das beim nächsten Mal dann wieder droht. Es soll ja wohl eine Figur, möglicherweise eine Figur pro Monat kommen, also eine Vintage-Figur. Und da ist natürlich die Frage, so äh, wird das jetzt dann auch wieder so laufen? Oder kriegen Sie bis dahin dann Ihren Verkauf, Ihren Versand unter Kontrolle? Dann natürlich auch die Frage, warum nur ausgewählte Länder? Es äh, ist natürlich wirklich, wirklich bitter für Leute aus Österreich und der Schweiz, natürlich auch in den anderen Teilen der Welt klar. Aber äh, Österreich und Schweiz kriegen wir natürlich eher mit äh, bezüglich des deutschen Phänoms. Aber die haben natürlich jetzt echt... Also die gucken natürlich mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das ist echt schade. Also hier so ein kleiner Aufruf, wenn ihr irgendwo seht, dass ein Österreicher gerne oder ein Schweizer gerne dann... Einen, äh, ja, einen Rockon haben möchte und ihr habt bis zu drei bestellt. Das war ja die Höchstmenge. Vielleicht könnt ihr da ja einen oder zwei abgeben. Ja. Gut. Also da gab es natürlich auch entsprechende Diskussionen drüber und natürlich auch wieder einen Aufreger und so weiter. Aber eines muss man hier wirklich mal sagen. Es ist auch nur ein Unternehmen und dort arbeiten auch nur Menschen. Und aufgrund dessen, egal wie, wie groß diese Firma ist, das ist ja nur eine Abteilung, wo dann wahrscheinlich auch nur jetzt mal so gedacht, äh, was weiß ich, drei Leute arbeiten. Und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wo Maschinen eingesetzt werden, und das sind Computer ja nun mal, da passieren Fehler. Und dann muss irgendwas, vielleicht bei einem Update oder so, vielleicht ist da irgendwas programmiertechnisch dann äh, schiefgelaufen. Oder wie bei Planet Eternia, dass es da einfach ein, äh, einen Hostwechsel gegeben hat, also einen Providerwechsel, beziehungsweise kein Providerwechsel bei PE, da kommen wir ja gleich noch drauf, was also ja kein äh, Providerwechsel, sondern die haben ja ein Update aufgespielt und seitdem funktionierte das alles nicht mehr so richtig und deswegen ist er die Seite down. Aber wie gesagt, Hakezog, kommen wir dann gleich noch. Ich finde, man muss da so ein bisschen auch Kontenance äh, bewahren, für die dies halt eben unglücklicherweise nicht reichte. Zu den unglücklichen hätte auch ich zählen können. Ist jetzt nicht so. Ich habe zwei Exemplare. Wer einen haben möchte, ich habe einen abzugeben, äh, der kann sich dann gerne mal bei mir melden. Allerdings nicht jetzt, erst wenn äh, die Figuren ausgeliefert wurden. Vorher nicht, bitte. Ich werde das aber nochmal ankündigen, wenn nicht vorher schon irgendwie im äh, bekannten und Freundeskreis, die auch Moto sammeln, das Ding schon so weggegangen ist. Helfen wir uns also da irgendwo so ein bisschen aus. Und ich glaube, das kriegen wir schon hin. Allerschlimmstens, ja muss man sich natürlich an die Händler halten oder an eBay. Und auch da habe ich mir selber gesagt: Na ja gut, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Mal kriegt man eine Figur wahnsinnig günstig, die dann hinterher im Wert steigt. Oder man hat eben eine Figur, die man teuer eingekauft hat, die dann aber im Wert sinkt. Warum auch immer? Das hatten wir auch schon, dass so etwas schnell passieren kann. Ganz besonders, wenn sie nochmal äh, nachproduziert wurde, wie beim Origins Wunder zum Beispiel. Ne? Das war ja dann auch erstmal so eine Figur, die dann etwas teurer war, weil nicht so viele Leute halt eben sich die Figur zulegen konnten. Und ja, dann konnte man Made-to-Order-mäßig dann nee, die Figur nochmal bestellen. Und damit ging natürlich der Preis wieder runter. Und mal macht man auch super Schnäppchen oder man zahlt halt eben mal drauf. Ich weiß, das wird die meisten von euch nicht trösten. Mir ist es auch schon mehr als einmal äh, so ergangen, dass ich dann drauf zahlen musste. Wie zum Beispiel ich hätte ja damals, ich habe es ja erwähnt, mir fehlen diese zwei Dreier-Sets, hier einmal mit Lord Grasp und so weiter und äh, dem ähm, sag ich noch, den, den Snake Troopers und äh, Slam bei den Uh, Masters of the Universe Classics. Mir fehlt auch der Red Beastman. That's it. Jetzt muss ich draufzahlen. Nicht gerade wenig. Und mir fehlt zum Beispiel auch bei den Origins uh, der uh, Duplicate. Muss ich auch draufzahlen. Wenn ich ihn mir jemals irgendwo hole. Tja. Was soll ich sagen? Es, es ist doof gelaufen, aber ich finde einfach, Kontenance bewahren. Bleibt ruhig. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie zusammen alles irgendwo hinkriegen. Und ja, vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Möglichkeit, dass Mattel dann noch mal sagt, okay, wir machen noch mal made to order. Und wenn eine bestimmte Menge zusammenkommt, produzieren wir das Ding einfach normal. Warum sollten sie es nicht tun? Denn zum einen haben sie das schon mal getan. Sie hören ja auf Kritik. B ist es natürlich auch die Sache, die machen das ja nicht extra. Klar, ein schneller Ausverkauf hatten wir ja auch schon im Quartett. Das sieht dann natürlich immer besser aus. Aber äh, sowas hier, das. Shit happens. So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Planet Eternia ist weiterhin nicht erreichbar. Leider ist bisher die größte deutsche Webseite zum Thema Masters of the Universe auch weiterhin nicht erreichbar. Das Team meldete sich in einer der letzten, das himanische Quartett ausgaben dazu zu Bord und erklärte, dass sie fieberhaft an einer Lösung suchen würden, nach einer Lösung suchen würden. Äh, die Probleme begannen, als der Provider ein Update aufspielte, wie ich vorhin schon sagte. Seither arbeitet das Team von Planet Eternia daran, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Seite war, wie äh, Sepp von Planet Eternia dann auch sagte, wohl auch schon eine sehr kurze Zeit wieder online. Dennoch muss noch einiges an der Webseite angepasst werden, um wieder wie gewohnt für die Besucher äh, der Seite dann zur Verfügung zu stehen. Leider entstanden aber während dieser Zeit auch verschiedene Gerüchte und Theorien. Ich wir hier nicht wiederholen werden. In der Ausgabe 259 des Humanischen Quartetts räumte man mit all den Gerüchten auf und betonte ausdrücklich, dass Planet Eternia derzeit nur wegen des Providers down ist. Planet Eternia wird also wiederkehren und das Team von PE bittet hier einfach um Geduld. Ja, und da würde ich auch sagen, ähm, es wurde jetzt eigentlich auf den Social-Media-Kanälen äh, grammatikalisch natürlich auch wieder nicht richtig. Es wurde natürlich jetzt halt eben auf den äh, Social Media Kanälen von Planet Eternia hier wurde es jetzt erwähnt jetzt auch hier in diesen News noch einmal und wir hatten es in den letzten News schon. Es äh, ist jetzt halt eben auch schon eine gewisse Zeit vergangen rund ungefähr sechs Wochen, aber vielleicht seht ihr erstmal von äh, Fragen der Web zur Webseite einfach ab, denn es bleibt ja derselbe äh, Status. Das Team von PE arbeitet im Hintergrund fieberhaft daran. Und das können Sie natürlich auch nur innerhalb der Zeit, die Ihnen persönlich auch gegeben ist. Denn Sie haben nun mal auch Familien, Sie haben Jobs und so weiter. Das äh, benötigt dann natürlich, das frisst schon viel Zeit. Und deswegen geben wir Ihnen die Zeit, die Sie brauchen. Wir haben die Zusage, wir haben das Statement. Planet Eternia wird wiederkommen. Die Jungs haben nicht die Lust daran verloren. Es wird weitergehen. Also kein, äh, kein Stress. Es wird einfach, es, es kommt wieder. Und dann werden wir auf PE auch wieder ganz normal, wie immer, miteinander kommunizieren können und uns die äh, News abholen oder die Infos aus dem Archiv. Alles das, was wir eben so sonst gewohnt sind und brauchen. So, da sind wir jetzt schon bei der letzten News. Skeletor und Pantor Marquette vorbestellbar. Twitterhead bietet seit dem 15. Februar die neue Skeletor und Pantor Classic Deluxe Marquette. So viel, wir hatten es schon mal gesagt zu kürzeren Namen, aber bitte. Im Maßstab 1 zu 6 zur Vorbestellung an. Diese Statue von Skeleton Pantor ist etwa 62 Zentimeter hoch. Gemessen wird hier allerdings vom äh, bis zum Ende des Widerstabes. misst man nur die Oberseite von Skeletors Kopf, kommt man auf etwa 56 Zentimeter. Das reicht ja auch schon. In der Breite hat man eine äh, Länge von 37 cm und in der eigentlichen Länge kommt man auf knapp über 62 cm. Also braucht man schon ordentlich Platz. Das dürfte hier schon echt diesen wirklich nicht kleinen Tisch ausfüllen. Also nicht schlecht. Ähm, diese Angaben verstehen sich im äh, voll zusammengebauten Zustand natürlich. Zu dieser Polyresin Markett gehört Skeletor, der auf Panther reitet und von der legendären Skelettrampe von Castle Grayskull in die Schlacht springt. Die Statue weist sehr viele Details auf und ist im Punkto Aussehen an die Vintage bzw. Classics Versionen der beiden Charaktere angelehnt. Ihr die Exklusiv-Edition kommt mit einem zusätzlichen Vintage-Porträt inspiriert vom originalen 80er-Toy mit roten Augen und kürzerer Kapuze und ist auf äh, Twitterhead.com erhältlich. Die Exclusive-Edition ist auf 250 Stück limitiert und kostet 950 Dollar. <laughs> Hier allerdings mit einem NRD, also einem Non-Refundable Disposit, also einer äh, Anzahlung, die nicht zurückbezahlt wird, Entschuldigung, äh, von 50 Dollar und einem Rabatt von 50 Dollar bei vollständiger Bezahlung natürlich. Die 50 Dollar Anzahlung sind, wie gerade schon gesagt, nicht rückzahlbar. Es stehen hier zwei Zahlungsoptionen zur Verfügung. Das eine ist natürlich gleich alles zu überweisen. Bei dieser Option spart man halt die 50 Dollar gegenüber äh, dem normalen Verkaufspreis. Bei der zweiten Bezahloption handelt es sich um eine Ratenzahlung. Ja, hier leistet man eine Anzahlung von 50 Dollar, welche nicht erstattet wird. Und ja, dann zehn gleiche Zahlungen. Die monatlich in Rechnung gestellt werden. Hier aber beginnend im Folgemonat nach der Überweisung. Die Auslieferung der Statue ist für das vierte Quartal diesen Jahres geplant. Ja, also das ist eine wirklich tolle Statue. Und die Bilder sind ja, ihr habt ja gerade gesehen, auch wirklich richtig toll gemacht. Manko natürlich, lange warten. Und vor allem der Preis. 950 US-Dollar ist natürlich auch nur der Preis, den man bezahlt, äh, so ohne Versand. Beziehungsweise dann muss man natürlich gucken, ob man hier nicht noch Zoll- und Einfu äh, Umsatzsteuer bezahlen muss. Und das könnte ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Aber das ist ja auch immer so eine Sache. Zoll. Also rechnet mal eher so mit 12 bis 1300 Euro. Ich bin kein Statuensammler, ich kann euch da äh, leider nicht viel drüber sagen. Vielleicht ist ja einer derjenigen, die äh, die Statue vielleicht auch sogar schon vorbestellt haben. Entschuldigung, Marquette. Ja. Ähm, kann man hier was Statue sagen? Ach, naja, gut. Äh, egal. Also vielleicht ist ja jemand da drunter, der äh, die schon bestellt hat, kann irgendwas zu äh, der Bestellart äh, sagen, wie viel es an Versand kostet, beziehungsweise vielleicht hat ja jemand auch Ratenzahlungen gemacht äh, oder direkt bezahlt und kann da so ein bisschen seine Erfahrung dann äh, wiedergeben. Aber ja, das ist schon ein echt tolles Stück. Twitterhead, klar, der, ist, der macht nur geile Sachen. Hammer. Hammer. Ja, und mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Ähm, müssen wir abwarten bis Ende des Jahres. Ist natürlich auch ein bisschen schwammig, so vierte Quartal ne, zwischen Oktober und Dezember. Hm, ja, gut. Im schlimmsten Fall habt ihr das Ding dann unterm Weihnachtsbaum liegen. Mal schauen, ob sie die Zeit einhalten können oder, oder ob sie dann nochmal verschieben müssen. So, damit sind wir auch durch die dritte Ausgabe von Matters of the Universe durch. Jede Menge Neuigkeiten. Leider auch nicht alle so wirklich schön. In puncto Virgil und natürlich Horst Naumann. Äh, ja, sehr, sehr schade. Das war ein wirklich toller Schauspieler und äh, Sprecher. Genießt mir die Zeit, solange die Leute noch da sind. Es ist. Äh, es sind wirklich nicht mehr viele da, die wie letztens jemand. Ich glaube, Marco war das, äh, der das bemerkte. Aber. Ja. Schreibt gerne mal eure Meinung zu äh, den ganzen Themen in die Kommentare. Habe ich euch ja schon zu aufgefordert. Wir werden dann in uns in Ausgabe 4 wiedersehen. Äh, wann immer das auch sein wird, bis wieder genügend äh, News zusammenkommen. Und dann machen wir wieder eine Ausgabe. Ich bin da von dem monatlichen Ding einfach runter, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn man jetzt nicht so viele News hat, dass man dann unbedingt eine raushaut, eine Ausgabe von Matters of the Universe. Aber natürlich, wenn jetzt wirklich so viel ist, dann gibt es halt immer zwei oder drei Ausgaben davon. Bitte nicht. Das ist eine scheiß Arbeit. Aber okay. Ja. Eine Sache natürlich noch. Ihr habt es gemerkt: es sind unwahrscheinlich viele Unboxings im Moment. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Ich möchte euch die Sachen aber trotzdem zeigen. Ich werde es jetzt auch mehr zusammenfassen, weil es wirklich unfassbar viel ist. Bei den Turtles of Greyskull, die rauskommen, bei natürlich den Origins Masterverse mit all den Unterkategorien und hast nicht gesehen. Und hier und dort dann vielleicht auch nochmal eine Mondo-Figur und so weiter. Ja. Nur was ich sagen muss, ich bin einfach raus bei äh, den äh, ja, mega, mega Constructs, äh, wie nennt ihr euch jetzt eigentlich? Klar, mega, aber es ist auch ein blöder Name irgendwo. Mega Constructs war schon ganz gut, weil man einfach mega, naja, gut, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zugucken, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, kennt ihr wie immer und wir sehen uns dann im nächsten Video, ob Matters oder was anderes. Es wird auf jeden Fall jede Menge Content kommen. Macht's gut. Tschüss, bis dann.